Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV. Wir befinden uns heute für Sie auf dem Gelände der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha. Denn hier findet heute das erste Gotha Jugend- und Kinderkulturfestival statt. Was sich der Organisator, die Europäische Louis-Spohr-Kulturgesellschaft, hat einfallen lassen für groß und natürlich für klein, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir freuen uns erstmal, heute so viele Gäste hier auf dem Gelände der Thüringer Wald- und Straßenbahn begrüßen zu dürfen. Wir haben mittlerweile ein Jahr Vorbereitungszeit gemeinsam mit den Damen und Herren des Komitees gehabt. Da haben wir uns sehr angestrengt, aber ich denke, die vielen Gäste zeigen uns, dass es anerkannt wird. Gotha hat an diesem Sonntag ein ganz besonderes Gotha Kinder- und Jugendkulturfestival erlebt. Und ich habe mich schon seit Tagen eigentlich auf dieses Festival gefreut, habe auch ein bisschen gebibbert, dass der Wettergott uns hold ist. Und eigentlich, wenn ich jetzt am Abend dieses letzte große Konzert Karneval der Tiere erlebe, muss ich einfach sagen, bis jetzt hat alles wunderbar geklappt und wir können eigentlich froh darüber sein, dass wir junge Leute in unserer Stadt haben, die dieses Festival so engagiert organisiert haben. Das Orchester brach natürlich eine Highlight-Nacht Gotha, denn es passiert wirklich nur einmal in drei Jahren, dass sich so viele junge Musiker zusammenfinden und etwas ganz Tolles einstudieren. Das ist fantastisch. Es ist erstaunlich, welche Schätze wir hier in Gotha haben und welche wir nach Gotha bringen können. Sie sehen schon, nicht nur für die Kleinsten ist hier ganz schön etwas geboten. Wir hatten jedenfalls eine Menge Spaß und freuen uns schon auf nächstes Jahr. Mein Name ist Max Mess und das ist ein Marienkäfer. Zurück ins Studio.